Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Henry Matter da jetzt auch am Anschlusskreis. Stößt an, der SV Lippstadt in Weiß von rechts nach links. Der Wuppertaler SV in rot-blau gestreift von links nach rechts. Rodriguez Pires, Peitz verlängert. Das 1:0. Leon Schwers. Rodriguez Pires mit der Ecke. Wir sehen es hier nochmal. Tobias Peitz verlängert. Und Leon Schwers hält irgendwie seinen Fuß dahin. Und dann trudelt der Ball ins Eck. Macht das Spiel jetzt mal schnell Richtung Moritz Montag. Der nimmt Bastian Müller mit. Gegen Yasin Altun. Müller bringt den Ball rein. Bühler! Und wieder ist es der HC Bühler. Knapp 10 Minuten. Ein wenig Ruhe in dieses Spiel eingekehrt. Bühler. Jetzt kämpft er sich nochmal durch. Und das muss den Elfmeter geben. Ja. Kevin Rodriguez Pires tritt an gegen Christopher Balkenhoff. Und eiskalt verwandelt das 2:0 für den Wuppertaler SV nach jetzt 27 Minuten. Kevin Rodriguez Pires tritt an und verlädt Christopher Balkenhoff ohne große Probleme. Schickt Güler. Den kriegen sie da gar nicht in den Griff. Serhat Semi Güler. Und Montag aus der zweiten Reihe. Und jetzt ist Phil Heilbauer erstmal allein auf weiter Flur. Philipp Hanke kommt, kann er ihn stellen? Heilbauer! Hoppala! Der lange Schlag nach vorne, den Heilbauer hat gar keiner auf der Rechnung gehabt, keine Zuordnung. Und der zieht einfach mal durch, dreht Philipp Hanke dann ein bisschen ein und dann ein satter Schuss rechts unten in die Ecke, ohne jede Chance. Rodriguez Pires, Leon Schwers verlängert, Stiepermann, Güler! Nochmal, Serzimi Güler! Auch da wieder der WSV ungeordnet. Jetzt mal über die Seite. Und Leon Schwers prüft da Sebastian Patzner. Ufo kommt nicht an den Ball. Und jetzt Güler. Im dritten Versuch macht er es endlich. Serhat Semi Güler. Und was ein katastrophaler Fehlpass. In die Füße von Güler. Und dann zum dritten Mal alleine vor Christopher Balkenhoff. Und da aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, macht er ihn endlich das erste Saisontor. Christopher Balkenhoff. Aber auch spannend zu sehen, Lippstadt versucht alles möglichst spielerisch zu lösen. Moritz Montag. Flanke rein! Lang, hoch, weit. Kevin Pitlick legt in die Mitte. Oktay Dahl. Ecke. Jetzt darf sich mal ein anderer versuchen. Nick Galle. Ja. 76. Spielminute. Und nachdem ich eben gesagt habe, der Deckel ist halb drauf, jetzt ist er ganz drauf. Die Entscheidung im Stadion am Zoo und wieder ist es eine Standardsituation. Zweimal nach einer Ecke, einmal per Elfmeter. Die Standards entscheiden hier dieses Spiel zugunsten für den Wuppertaler SV. Ecke von Hagemann, die kann in der Mitte gar nicht geklärt werden. Der Ball flippert zu Nick Galle und der nimmt sich die Zeit trotz des Gewühls und haut das Ding dann rein. Hat sich selbst in Bedrängnis gebracht, Moritz Montag. Sich arbeitet und sich reinhängt, dann scheint es auch beim WSV zu funktionieren. Heiserholt erstmal. Finn Heiserholt jetzt nochmal. Lars Holtkamp und Philipp Hanke dann. Der nach 76 Minuten dann
das 4:1 markiert nach einer Ecke. Drei Standardsituationen, die hier den Sieg für den WSV bedeuten. Kevin Hagemann jetzt nochmal, kann Moritz Montag mitnehmen. Der hat auch nochmal die Chance. Montag, der trudelt zum 5:1 rein. Ende aus Mickey Mouse. Der Schiedsrichter Florian Exner pfeift ab. Schöner Schlusspunkt für den Wuppertaler SV. Moritz Montag mit seinem dritten Saisontor. Mit viel Glück und Fortune belohnt sich der Wuppertaler SV mit diesem Tor noch zum Abschluss in der 90. Minute.